Aber warte mal. Kaffee? Alle schlafen? Was ist denn hier los? Da müssen wir ein bisschen nachfragen. Was willst du? Keine Ahnung. Was haben Sie? Nun, wir haben koffeinfreien Kaffee. Ja? Das war's auch schon. Möchtest du welchen? Unbedingt. Ich finde sie auch total sexy, muss ich sagen. Auch ihre Stimme ist unglaublich erotisch. Klar, mit Milch und zwei Zucker bitte. Ja. Schön. Reich rüber. Ab und an muss auch ein Superstar entspannen. Entspricht auf jeden Fall top den Hygienevorschriften dieses Landes, nehme ich an. Einmal kurz ausgeschüttelt. Am besten noch mit ein bisschen Ohrenschmalz. Oh ja, vorgekostet. Unbedingt. Einmal die gelben Zähne ausgespült und wieder rein damit. Lecker. Hier, bitteschön. Unsere Spezialmischung aus den auserlebensten Bohnen. Danke. Den möchte ich haben. Der schmeckt bestimmt... Boah, Simon, du bist so eklig. Der schmeckt bestimmt köstlich. Ich bin mich auf einmal so müde. Ja. Schlaf gut. Mal wieder. Währenddessen in Sorditz Todesfestung. Oh, da waren wir schon lange nicht mehr. Mensch, der Kleine mal wieder. Aber wo ist Sordit? Rand! Ja, Meister? Ich glaube, ich werde schwächer. Ich kann hier nicht mehr lange verweilen. Weißt du auch genau, was du tun sollst? Ja, oh erhabener Meister. Alles läuft perfekt. Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Meister, ich glaube, es geschieht. Ich kann es fühlen. Leider kann ich nicht länger bleiben. Ich komme wieder. Seid unbesorgt, oh Großartiger. Ich hole euch bald zurück. Einige Stunden später. Mann, war der stark entkoffeiniert. Tja, wir haben ein Problem, denn der Kaffee ist entkoffeiniert und ja, der verlässt niemanden entkatern. Und wir haben gesehen, Sordid, ja, der ist ja nur tot gewesen und hat sich einen Roboterkörper gebaut. Der wurde jetzt abgestoßen aus diesem Roboterkörper. Und wir sollten mal weiterarbeiten, denn der Plan sieht immer noch vor, dass wir irgendwie damit involviert sind. Haben wir ja mitgekriegt. Und deshalb sollten wir uns beeilen, um hier irgendwie vorwärts zu kommen. Deshalb gleich nochmal schlafen, unbedingt. Hi. Was kann ich dir anbieten? Gut, ich hätte unglaublich gern noch eine Tasse von diesem leckeren Kaffee. Der war so gut. Ich hätte wirklich gerne noch eine Tasse von dem Kaffee. Kommt schon. Übrigens erinnert mich diese Musik total an Bud Spencer und Terence Hill Filme. Ich weiß nicht wieso. Also jetzt hier gerade nicht, aber vorher. Ich hebe ihn für später auf. Gute Idee, gute Idee. Steck ein. Okay, wir wollen aber noch mal kurz mit dir reden, um ein bisschen mehr über die Insel zu erfahren. Hi. Was kann ich dir anbieten? Okay. Habt ihr auch Cappuccino? Ich kann dir einen Kaffee mit Spucke aufschäumen. Vergiss, dass ich gefragt habe. Lecker, ein Kaffee mit Spucke aufgeschäumt. Köstlich. Hi. Was kann ich dir anbieten? Gar nichts. Ich würde gerne etwas über diesen Ort erfahren. Und was? Ja, erstmal, was ist das für ein Ort, ne? Nimm's nicht persönlich, aber warum bist du so hässlich? Schön. Hässlich? Hässlich? Nun, nennen wir es einmal unästhetische Anordnung diverser Körperteile. Was ist unästhetisch? Ach, vergiss es. Kann ich dir sonst noch irgendwie helfen? Großartig, finde ich schön. Ist
Ist das hier eine uralte, zurückgebliebene Kultur oder sowas? Das kommt darauf an, was du unter zurückgeblieben hast. Naja, so kurz nach der Steinzeit? Steinzeit? Ist die denn vorbei? Kann ich dir sonst noch irgendwie helfen? Großartig. Warum habt ihr nur koffeinfreien Kaffee? Alle anderen haben wahrscheinlich genau eine Tasse getrunken, während sie ihn gemocht haben, und haben es dann gelassen. Wie kommt man von dieser Insel weg? Insel? Was für eine Insel? Na, die, auf der du lebst. Ich weiß nicht. Ich habe das Café noch nie verlassen. Oh, kann ich dir sonst noch irgendwie helfen? Gut, wir sind also mitten im Nirgendwo. Vergiss es einfach. Wie wir hier wieder runterkommen? Keine Ahnung. Also, wir wissen es ja mittlerweile über den Djinn, aber wie man ansonsten wieder runterkommen würde, keine Ahnung. Er schläft wie ein Baby. Gut, wir lassen sie auch weiter schlafen. Das war's schon wieder für das Café. Für mehr brauchen wir das wirklich nicht. Wir haben alles, was wir hier irgendwie kriegen können, mit abgesahnt. Das sind nämlich der Hund und der Kaffee, der leider entkoffeiniert ist. Ja, das hilft uns momentan noch nicht weiter. Aber zum Glück kann uns da jemand helfen. Und den sehen wir gleich im nächsten Bildschirm. Es ist Prince! Nein, es ist natürlich nicht Prince. Es ist ein Dealer. Er trägt einen scharfen Anzug. Auf jeden Fall. So, aber sprechen wir mal mit ihm, denn er hat etwas, was wir gebrauchen können. Hallo? Hey Mann, brauchst du irgendwas, Mann? Und er hat eine sehr seltsame Art, sich zu unterhalten. Und auf die müssen wir uns einlassen, sonst ist das Gespräch sofort vorbei. Wir können ja mal kurz schauen. Scharfer Anzug, Bruder. Verkaufst du ihn mir? Cool, Mann. Das war wohl ein Nein. Ja, und deshalb müssen wir uns auf sein Niveau begeben. Cool, Mann. Und mache einfach mal mit. Cool, Mann. Brauchst du was, Mann? Yo, was geht, Mann? Was hängt? Cool, Mann. Es geht, Mann. Es läuft so. Brauchst du was, Mann? Auf jeden Fall. Die Frage ist, was haben sie hier, die Leute? Aber das kann man natürlich nicht einfach so fragen, sondern wir müssen das wieder auf die seltsame Art und Weise des Dealers machen, also... Cool, Bruder. Hast du was schwimmen? Klar, Bruder. Und das meint er wirklich. Tatsächlich. Ich kann dir ein paar Kars anbieten, Mann. Kars? Koffeintabletten, Mann. Die bauen dich echt tierisch auf, Bruder. Ja, Koffeintabletten. Genau, die brauchen wir, denn wir müssen ja irgendwie unseren entkoffeinierten Kaffee wieder zu richtigen Kaffee machen. Das ist bestimmt total lecker, wenn man den entkoffeinierten Kaffee mit Koffeintabletten versetzt. Aber gut, wir machen das einfach mal. Also sagen wir ja auf die besonders interessante Art und Weise. Cool, 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 Mann. Ich hab keine Kiesel. Vielleicht später, Mann. Gut, wir wissen also Bescheid, was wir hier kriegen können. Und wir brauchen offenbar drei Geldstücke. Was meint er mit Kiesel, ne? Aber wir schauen erstmal, bevor wir jetzt nach links gehen, wir sehen ja schon auf dem Wegweiser, hier geht's zu einem Limbo-Wettbewerb. Schauen wir erstmal kurz hier oben vorbei. Dort gibt es auch eine sehr illustre Gestalt, die besondere Vorlieben zu haben scheint. Es ist ein gefolterter Mann. Vielleicht hängt er auch bloß ab, ich weiß es nicht. Er ist auf den Felsen gebunden. Ob es vielleicht Prometheus ist, kann auch sein. Hey! Hey Mann, wo hängt denn? Hahaha! Sehr lustig. Ich fand ihn gut. Ist das irgend so eine bizarre Entspannungstherapie? Das wirklich Schlimme am gefoltert werden sind Leute wie du. Gut. Es sieht doch gar nicht so schlimm aus. Das liegt daran, dass die Maschine ausgeschaltet ist. Der Generator ist kaputt und sie warten immer noch auf den Reparaturdienst vom Festland.
Okay, die Eingeborenen hier haben eine besondere Art und Weise, die Insulaner zu foltern, die sie foltern wollen. Und zwar hat man sich dazu eine große Hightech-Maschine gekauft. Ja, warum nicht, ne? Warum hat man dich dort festgebunden? Ich bin gerade damit dran. Hä? Guter Grund. Was nützt eine teure Foltermaschine, wenn niemand etwas anstellt, was eine Strafe verdient? Keine Ahnung. Also, jeder ist mal mit Folter an der Reihe. Sonst wäre dieses Gerät doch reine Geldverschwendung. Ich weiß wirklich nicht, ob ich das nun zurückgeblieben oder fortschrittlich finden soll. Ich finde, das ist total großartig. Gut, okay, wir lassen den Herrn erstmal hängen und folgen mal den Kabeln, denn wir spielen jetzt mal ein bisschen Reparaturdienst. Und hier haben wir das Gerät, das wir reparieren müssen. Es ist ein... Da steht, dass dies ein Elektrizitätsgenerator ist. Nein, tatsächlich. Und wir sehen schon, hier gibt es zwei Rollen, die irgendwie zum Laufen gebracht werden müssen. Was könnten wir da tun? Vielleicht benutzen wir ein wenig tierische Kraft? Das habe ich bereits. Das stimmt. Das war auch der falsche Befehl, den ich genommen habe. Setzen wir doch mal den Hund darauf. Sitz, Waldi. Ich finde schön, wie Simon wirklich ohne jeglichen Kommentar diesen Köter hin und her verwandelt. Ich dachte die ganze Zeit immer eigentlich, dass er nicht allzu bewandert in der Magiekunst ist, wenn er nicht gerade ein Zauberbuch in der Hand hat, aber er hat es tatsächlich doch schon so ein bisschen drauf. So, und nun brauchen wir diese Pfeife, die wir haben, denn glücklicherweise hört der Hund auf die. Können wir ja gleich mal probieren. Aber momentan tut sich noch nichts, müssen wir feststellen, ne? Gut, gehen wir mal nach eben an. Pfeifen gleich nochmal. Ich weiß gar nicht, ob es so rum auch geht. Mal schauen. Und jetzt bewegen wir mal ganz fix den Hebel. Den haben wir nämlich noch auf ausgestellt momentan. Nein, funktioniert nicht. Also müssen wir nochmal pfeifen. So, schauen wir mal, was passiert. Köstlich. Auf jeden Fall die großartigste Folter, die man jemals erlebt hat. Gut, lassen wir den Herrn doch erstmal hängen und bedenken, dass wir jederzeit die Pfeife benutzen können, um ihn ein bisschen zu quälen. Also wir haben es jetzt in der Hand, wie sehr er nun gefoltert wird. Und jetzt schauen wir mal beim Limbo-Wettbewerb vorbei, der hier gleich nebenan ist. Guten Tag, die Herren. Irgendwie hängt die Stange ein bisschen niedrig, kann das sein? Auf jeden Fall. Der Zug auf Gleis 13 hat leider 10 Minuten Verspätung. Oh, Herr Meier zu Klasse 13, Klasse 13, Herr Meier, bitte. Was macht der Mann hier oben? Er grüßt seine Mutter, das finde ich auch sehr schön. Ja, wir sehen schon, der Rekord ist äußerst niedrig. Der Rekord, den es zu schlagen gilt, liegt bei 10 cm. Ich weiß nicht, wie das geht. Ich hätte es auf jeden Fall aber gern gesehen. Gut, sprechen wir doch mal mit dem Preisrichter, der wird uns sicherlich aufklären. Entschuldigung? Möchten Sie am Wettbewerb teilnehmen? Jetzt sind die Ohren frei. Tut mir leid, möchten Sie teilnehmen? Definitiv, würde ich sagen. Was muss ich machen? Es ist ganz einfach, Sie müssen nur unter diesem Stab hindurch, ohne den Boden zu berühren. Ich muss darunter hindurch fliegen? Außer mit Ihren Füßen, selbstverständlich. Ach so, na dann. Ja, dann ist es ja gar nichts, ne? Entschuldigung? Möchten Sie am Wettbewerb teilnehmen? Gut, nochmal die Ohren geputzt. Tut mir leid, möchten Sie teilnehmen? Ich würde sagen, auf jeden Fall. Na schön.
Gut, dann los. Großartig. Wir sprechen aber kurz mit dem Typen hier im Loch. Er steht in einem Loch im Boden. So, wir sprechen mit ihm. Jeder kann teilnehmen. Kommen Sie und gewinnen Sie. Ja. Entschuldigung? Ja? Was ist das hier? Fragen Sie den Mann mit dem Megafon. Ich überwache nur die Stange. Na gut. Super. Ich finde auch den Typen hier hinten toll. Gewinnen Sie drei Kiesel, indem Sie unter der Stange durchlaufen und den Weltrekord von 10 cm schlagen. Und wir hören schon, es gibt genau drei Kiesel hier zu gewinnen. Wenn wir... Ja, mein Freund, Also wir kriegen drei Kiesel, wenn wir hier drunter durchkommen und den Weltrekord schlagen. Man kann sich vorstellen, Simon ist nicht so beweglich, dass er da irgendwie drunter durchkommt. Deswegen müssen wir ein bisschen schummeln, und zwar mit der Pfeife. Drei Kieselsteine für jeden, der 10 cm schafft. So, alle sind abgelenkt und wir hüpfen mal ganz fix drüber. Wir haben es geschafft. Das ist eine Frage der Beinarbeit. Auf jeden Fall. Tada! Bald meinen Preis entgegenzunehmen, schätze ich. Welche verborgenen Talente ich wohl noch bei mir entdecke? Ich weiß es nicht, Simon, du bist ein Teufelskerl. So, die schweren Steine in den Hut rein. Dankeschön. So, und damit machen wir uns wieder rüber zum Dealer. Prince wird immer noch ein bisschen Koffein für uns übrig haben.